Hallo und herzlich willkommen zur Folge 267 von CC2TV. Heute mit einem Thema, ja, die Nostalgiker werden sich freuen. Wie war das früher mit Windows 98, mit Windows 3.11? Wir können uns das heute ansehen auf einem Raspberry. Es gibt verschiedene Methoden dafür. Wir können auf dem Raspberry so eine DOSBox laufen lassen und dann Windows reinpacken lassen. Wir können aber auch auf dem Raspberry einen anderen Prozessor emulieren mit einer Software. Und auf dieser Software läuft dann das Windows-Programm. Das meint, die Software, die den Prozessor emuliert, sei der wirkliche Prozessor. Thomas kann Ihnen das besser erklären. Wir haben Thomas wieder eingeladen im Studio. Hallo Thomas, du Moin. hast dich die letzten Tage damit befasst. Wie sieht's aus? Schwierig oder? In den ersten Momenten, ja, man muss erstmal verstehen, diese Emulatoren, wie die funktionieren. Sie haben etwas archaiche Varianten, wie man eine alte Windows-CD einliest. Das braucht der Emulator, sonst kann man das Windows nicht installieren. Aber ich wollte vorher mal ganz allgemein kurz eingehen auf Emulation. Wie funktioniert das eigentlich? Wie läuft das eigentlich? Es war in der Anfangszeit so, als man die ersten Emulatoren geschrieben hat, da basierten die auf Software. Es war nicht möglich, dass diese Emulatoren direkt auf die Hardware als Unterstützung zugreifen konnten, dass die Hardware da einige Dinge für die getan hat, sondern es lief nur softwarebasiert. Das bedeutet, es lief langsam und nicht besonders effizient. Und als dann so die virtuellen Maschinen aufkamen, haben dann die Prozessorhersteller gesagt, die großen, zumindest AMD und Intel, wir stellen in unseren Prozessoren die Möglichkeit zur Verfügung, dass das Betriebssystem, was auf dem Rechner läuft, für die virtuellen Maschinen Teile der Organisation und Kommunikation auf dem Prozessor selbst auslagern kann. Das wiederum bedeutet beispielsweise, dass sich das Betriebssystem, das sogenannte Host-Betriebssystem, was ganz normal auf dem Rechner läuft, dann nicht mehr um die Speicherverwaltung kümmern muss. Also zu überlegen, welcher Teil des Arbeitsspeichers gehört mir und welchen Teil muss ich jetzt diesem emulierten System, was da auf mir drauf rumläuft, zur Verfügung stellen. Das war dann die hardwarebasierte Emulation und heutzutage, wenn Sie so Software wie VirtualBox nehmen, damit können Sie dann auf Ihrem Heimrechner dann, Sie haben Linux laufen, da können Sie darauf Windows installieren oder andersrum, Sie haben Windows laufen, können darauf Linux installieren. Die machen ganz massiv Gebrauch heutzutage von den Hardware, von der eben Hardwarebeschleunigung der Emulation. Ganz früher hat man angefangen, man hat dann erstmal so Sachen emuliert wie den, naja, so einen alten Rechner, einen C64-Emulator. Das war dann natürlich ineffizient, aber der C64 war dann im Vergleich zu den Rechnern, die 20 Jahre später kamen, so langsam, dass das gar nicht aufgefallen ist, dass die langsam emuliert worden sind. Und mittlerweile haben wir diese ARM-Computer, also die von der Firma ARM lizenzierten Computer, die einen reduzierten Instruktionssatz haben. Dies mit diesem emulierten Befehlssatz, wie ist denn das gemeint? Das heißt, der Befehlssatz selbst, der wird auf der Maschine emuliert oder auf dem Prozessor oder? Der wird in der Software emuliert. Also um da mal ein ganz anschauliches Beispiel, oder es ist eine komplexe Geschichte, aber um einigermaßen ein klares Beispiel zu liefern. Wenn auf dem normalen Computer, den Sie unter dem Schreibtisch oder auf dem Schreibtisch stehen haben, das ist ein sogenannter CISC-Computer, der hat einen komplexen Instruktionssatz und der kann in einem Befehl eine Multiplikation ausführen. Der holt sich die Daten aus dem Register, die Zahlen, die er multiplizieren soll, und schreibt sie wieder zurück. So ein Raspberry, der hat einen reduzierten Instruktionssatz. Der muss das in mehreren Befehlen machen. Dem muss man erstmal anstoßen, dass der die Daten aus dem Register lädt, muss sie dann multiplizieren im nächsten Befehl und muss sie dann wieder zurückschreiben. Das klingt erstmal total langwierig, aber im Endeffekt hat es den Vorteil, dass die Prozessoren einfacher aufgebaut sind, weniger Strom brauchen und deswegen sind diese RISC-Computer und vor allen Dingen die von der Firma ARM lizenzierten Prozessoren mittlerweile auf dem Vormarsch, weil in unseren ganzen Hosentaschencomputern ist es halt wichtig, dass die länger mit ihrer Akkuladung zurechtkommen, als dass sie ganz schnell rechnen. Und das Irre ist jetzt, dass so ein reduzierter
Also ein Computer mit einem reduzierten Instruktionssatz einen komplexeren Computer emulieren kann und dabei auch noch hinreichend schnell ist. Und das können wir uns jetzt mal angucken. Wir starten einfach mal. Wir haben hier auf dem Raspberry, hier läuft Linux drauf. Und wir starten einfach mal DOS. Ich gebe DOSBox ein. Und da kommt ein DOS-Fenster. Wir haben hier Verzeichnis C. Wir können hier DIR eingeben. Wir sehen den Directory-Inhalt. Es gab damals schon grafische oder semigrafische Hilfsprogramme wie den Norton Commander. Da konnte man dann ein bisschen im Dateisystem herum fuhrwerken. Und wir können den wieder beenden und wir können jetzt einfach mal sagen, wie die Deutsche Bahn, wir starten Windows 3.11. Angeblich ist es so, dass in einigen ICE-Baureihen Windows 3.11 noch in Betrieb ist und dafür verwendet wird, Sitzplatzreservierungen anzuzeigen und die Informationsdisplays zu steuern. Es ist tatsächlich neben dem Spaß, den sowas macht, eine ganz ernsthafte Anwendung. Es gibt Firmen, die haben uralte Maschinen rumstehen, die super funktionieren, aber die sind gesteuert, werden gesteuert mit DOS oder mit Windows 3.11 beispielsweise. Und die alten Computer, die hardwaremäßig Windows 3.11 unterstützt haben, die sterben so langsam weg. Und für diese Firmen ist so eine Emulation Gold wert. Stell dir vor, die müssten da so eine Maschine mit für 100.000 Euro nachkaufen, nur weil Windows 3.11 nicht mehr läuft. Ja, also alles rauf auf Raspberry. Ja, also man kann es auch, man muss kein Raspberry verwenden. Man kann es natürlich auf dem Heimcomputer zu Hause machen, da läuft es noch ein bisschen schneller. Ich habe, als ich da recherchiert habe, im Internet einige Leute gelesen, die so richtige Albträume an dieser alten Windows-Version haben. Ich zugegebenermaßen auch. Aber es gab Menschen, die haben geschrieben, wenn sie hier, es gab damals kein Startmenü, es gab damals keinen Explorer für die Leute, die diese Zeit nicht mehr miterlebt haben. Es gab den Programmmanager und den Dateimanager. Was wir hier sehen, ist der Programmmanager. Und da konnte man, wie heute im Startmenü, konnte man die Programme, die man haben wollte, ausführen. Die waren auch schon sortiert in Gruppen. Und ich habe dann gelesen von Leuten, die haben dann hier so eine Gruppe versehentlich in den Hintergrund gezogen und haben die dann nicht mehr wiedergefunden. Also da sind einige Leute wohl an diesem alten System verzweifelt, was ich gar nicht mal, ich vermisse es nicht, aber ich fand es jetzt auch nicht so umwerfend schlecht. Und ja. Es gibt Anwendungen, die sehen heute ganz anders aus. Also wenn Sie mal hier die Systemsteuerung sich angucken und Sie wollen den Desktop ändern, das ist wirklich sehr, sehr in die Jahre gekommen. Das ist ja ein System von 1993. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die ändern sich nicht. Wie zum Beispiel der Rechner. Mit dem kann man immer noch rechnen wie damals, so in der Art. Und der Editor ist natürlich was, was sich am wenigsten geändert hat. ja. Suchen und ersetzen konnte man auch. Alt F4 will er gerade nicht. Oder ich touch daneben, da muss man hier zielen. Möchten Sie die Änderungen speichern? Nein. Es gibt eine Sache, die ich heute noch verwende. Es gibt ein wunderschönes Programm, natürlich auch total altmodisch, total aus der Zeit gefallen. Das Astronomy Lab, das war für Windows 3.11. Und da konnte man ganz einfach sagen, ganz übersichtlich sagen, mach mir mal einen Kalender und sag mir mal für jeden Tag, wann die Sonne aufgeht, wann der Mond aufgeht, ob da irgendwie was Besonderes ist wie Neumond, ob da vielleicht sogar eine Mondfinsternis ist. Und das konnte man sich dann sogar ausdrucken. Oder man konnte hier sagen, sind denn dieses Jahr auf der Nordhalbkugel irgendwelche Mondfinsternisse? Mondfinsternisse sind nicht, aber ich glaube, eine Sonnenfinsternis gab es. Genau. Und konnte sich das berechnen lassen. Gehen wir weiter. Windows 3.11 ist uralt, 27 Jahre alt. Dass das so ein heutiges System emulieren kann, ist kein Wunder. Das lief auf einem 386er. Windows 98 hat dann schon so ein Pentium gebraucht, damit es lief. Und dann denke ich mal, probieren wir mal, ob wir Windows 98 auf einem Rechner starten können, für den es überhaupt nicht gedacht war. Und da emulieren wir jetzt nicht DOS, sondern wir emulieren einen Pentium-Computer. Das ist also nochmal eine Stufe niedriger. Ein allgemeinerer Emulator, der nicht einfach nur DOS zur Verfügung stellt, sondern der einfach nur den Prozessor zur Verfügung stellt. Und das DOS, das hat Windows 98 dann ja selbst mitgebracht. Deswegen haben wir diesen Weg gewählt. Und ich starte das und dann gibt es hier noch so einen kleinen Bug. Da muss ich sagen, ignoriere den mal. Und dann sehen wir hier, ich schiebe das mal so in die Mitte. Da meldet sich ScanDisk, weil ich das Windows 98 vorhin abgewürgt und nicht richtig runtergefahren habe.
Aber so war das damals. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist, wenn man Windows abwirkt. Weiß Wolfgang auch nicht. So, und da startet es. Und wer die alten Zeiten kennt, der muss jetzt sagen, das startet ungefähr genauso schnell, wie es damals auf den üblichen Computern war. Also, man muss warten. Unten ist dann, war dann so eine lustige Animation, dass man wusste, dass das System noch nicht abgestürzt war. Das war ja nun immer ganz besonders wichtig bei Windows, denn die Abstürze mit Windows, das war unglaublich, wie viele da gekommen sind. Und ja, man hat ja auch keinen Fortschrittsbalken, da ist nur ein Lebenszeichen da, aber mehr auch nicht. Jetzt kann man warten oder kann es sein lassen. Aber irgendwann, und da bin ich sicher, kam das dann. Und die Sache mit diesem ScanDisk. Also ich habe Windows, weil es mir fürchterlich auf den Keks geht. Jedes Mal, wenn ich es runterfahren will, wenn ich es mal brauche. Und es sagt mir, jetzt schalte mich nicht aus, ich muss erst das Update, ich muss erst dies und ich muss erst das. Dann wirke ich es immer ab. Strom weg und fertig. Es funktioniert in aller Regel hinterher immer noch. Also die sind so dreist und sagen, selbst wenn mich jemand nicht will, starte ich es immer. Ah, da tut sich was. Ah, okay. So, da sind wir beim Anmeldebildschirm. Das Passwort, das war damals, da konnte man auch auf Abbrechen drücken und das System hat trotzdem gestartet. Ich habe dennoch hier, und jetzt vertippe ich mich hier in der Live-Moderation, das Passwort geheim gewählt. Und ja, jetzt baut er langsam den Bildschirm auf. Man achte auch mal darauf, wie das damals programmiert war. Also wie diese Icons auf dem Bildschirm erscheinen, dann weggenommen werden und dann wieder erscheinen, aber nicht in der Reihenfolge, wie sie sortiert sind. So, jetzt ist das System fertig. Jetzt sage ich hier oben, ich möchte die Mausintegration. Ich möchte also mit der Maus nicht mehr auf meinem Linux-System, auf dem Host-System arbeiten, sondern hier in dem Fenster. Und hier war es dann schon so ein bisschen, wie Sie es heute von vom aktuellen Windows kennen. Also hier gab es dann schon das Startmenü. Es sah natürlich alles ein bisschen primitiver aus. Da konnte man in die Programme gehen, da konnte man hier sagen, Zubehör. Und dann beispielsweise Spiele. Und es gab damals, ja, das ist ein bisschen verzögert hier. Es läuft nicht ganz schnell. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das zu finden. Konnte man zum Beispiel Solitär öffnen. Das werden wir gleich noch verwenden. Da ist nämlich ein geheimer Benchmark eingebaut. Aber wir können auch mal hier auf den Arbeitsplatz gehen. Mit der rechten Maustaste auf Eigenschaften hat man dann die Systeminformationen aufgerufen. Wir sehen hier also, Windows glaubt, es läuft auf einem Pentium. Und das da unten ist kein Schreibfehler. Es war wirklich so, dass diese Systeme damals mit 64 Megabyte Arbeitsspeicher gut liefen. 128 Megabyte haben auch nicht geschadet, aber das war schon möglich. Und sehr verhasst war damals der Gerätemanager. Alles, was nicht funktioniert hat, war da drin aufgelistet. Und dass das mal so ordentlich aussah, das kam selten vor, dass hier nur, naja, die Emulation hat keinen Plug-and-Play-BIOS. Das kann man dann vielleicht akzeptieren. Und wenn man ansonsten hier hinten guckt, also Leistungsmerkmale, Windows ist zufrieden, 94% Systemressourcen sind frei. Und naja, die Diskettenlaufwerke, die haben keine Hardwarebeschleunigung, aber auch damit können wir rechnen. Ich glaube, wenn wir hier den Arbeitsplatz mal aufrufen, ich glaube, die Diskettenlaufwerke, dann habe ich eine Bootdiskette machen müssen, aber die habe ich hier aus der Konfiguration wieder rausgenommen. Ich glaube, Windows denkt trotzdem, dass es ein Laufwerk A und ein Laufwerk B gibt. Man sieht auch, es dauert ein bisschen, bis das hier aufgebaut wird. Und hier die Windows 98, die Installations-CD, die ist auch noch eingelegt in dem Raspberry, mit der kleiner ist als jede CD. Gut. Ich hatte gesagt, in Solitär ist ein Benchmark eingebaut. Da kann Wolfgang wahrscheinlich nachher noch was zu sagen. Der hat das schon auf 386ern probiert. Wir wollen gleich mal gucken, wie schnell das läuft. Dafür muss ich das spielen. Dabei zuzugucken ist langweilig. Deswegen machen wir hier mal einen Schnitt und melden uns dann gleich wieder. So, wir waren fleißig, Wolfgang hat fleißig mitgeholfen und wir haben das schwierige Spiel hier gelöst.
Eigentlich ist das ja eine Aufgabe für einen Computer, so ein Algorithmus, der so ein Spiel löst. Microsoft hat das irgendwie an den Endbenutzer weitergegeben, aber es macht ja manchmal auch ein bisschen Spaß. So, was jetzt passiert, wenn ich die letzte Karte anklicke, dann können wir auf den Bildschirm gucken und dann wird eine Animation starten, die auf einem 386er, ich weiß nicht, hat glaube ich eine Minute gedauert oder so. Ja, mindestens. Sie ist hier auch nicht besonders schnell, aber doch zumindest schneller als auf damals echt existierende Hardware. Also auf dem 386er Solitär gab es ja schon unter Windows 3.11, haben wir jetzt nicht gezeigt, aber ich starte das mal und dann sehen wir, wie diese Karten, also wie man sich Animationen damals vorgestellt hat, wie diese Karten dann hier so langsam. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das geht ja nun noch deutlich schneller als damals auf den 386ern. Da blieben die Karten manchmal, die fingen an zu springen und blieben hängen. Und dann irgendwann ging es wieder weiter, wenn da wieder eine neue Zeitscheibe da war. Es ist wirklich erstaunlich, was so ein Rechenzwerg bringt und was so ein Emulator da wirklich bringt. Und das ist ja auch wohl die einzige Möglichkeit, auch andere Betriebssysteme wie Windows 7 zum Beispiel wieder zum Laufen zu bekommen, denn die Hardware dafür stirbt ja auch aus. Ja, und neue Hardware kann noch nicht mal mehr Windows 7 unterstützen. Ja. Also das kriegt man darauf gar nicht mehr zum Laufen. Gut, soll man nicht mehr installieren, ist klar. Auch diese alten Systeme, da muss man natürlich zu sagen, die sollte man, auch wenn man es theoretisch kann, man sollte die nicht ins Netzwerk lassen. Da kann alles Mögliche Ja, gibt passieren. keinen Schutz mehr, aber Aber das war. um da irgendwie mit alten Spielen zu spielen, die DOS-Box ist ja eigentlich gemacht dafür, dass alte Ja. DOS-Spiele wieder laufen, aber sie unterstützt eben so viel, dass sie sogar in der Lage ist, Windows laufen zu lassen. Und ja, was man hierzu sagen muss, wenn die Animation von Solitär, wenn man die wenn man die DOS, also wenn man ja, die DOS-Box oder hier den Emulator, den wir genommen haben, wenn wir das auf dem modernen Mittelklasse-Rechner laufen lassen, dem AMD Ryzen 5 zum Beispiel. Das ist innerhalb von einer Sekunde oder 2 Sekunden ist das Ding da, die Animation durch. Da Da kann kann man ich, gar nicht mehr richtig die zugucken. Karten kann man nicht mehr verfolgen. Ja, aber es hat eben viel getan. Und mal so ein kleiner Blick in die Vergangenheit, um mal zu sehen, wie war denn das? Und bei vielen kommen mir dann auch die alten Erinnerungen wieder hoch, als sie mit ihrem 386er mit Windows 3 irgendetwas herumgefummelt haben. Und wie furchtbar die Installation von Windows 98 war. Da ist so eine Trommel und da ist so ein unsichtbarer Trommler, der darauf trommelt und da passiert einfach minutenlang nichts. Ja, war wunderbar. Gut, wir wollten Sie nur mal einen Blick in die Vergangenheit tun lassen. Und wer es denn möchte, der kann sich natürlich diese Emulatoren aus dem Internet laden. Der müssen dafür aber dann richtig originale Windows-Disketten oder CDs haben. Wenn man es wie wir legal machen möchte, ja. Ach so, es gibt Mehr auch sage ich Leute, die das. machen das illegal. Mehr sage ich dazu nicht. Es soll ja im Internet irgendwelche Images geben, habe ich gehört. Boah, sowas. Aber das hier war tatsächlich legal. Das war eine alte CD. Ja, hätten wir normalerweise als Beweis mitbringen müssen, Beamte. Okay, also, ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß daran und bedanke mich für das Zuschauen und Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal in 2 Wochen, also in dem neuen Rhythmus, wieder dabei sind. Wir bedanken uns bei den Spendern, die auch dieses Mal wieder dafür gesorgt haben, dass wir die Sendungen weiter fortführen können und freuen uns natürlich über jede weitere Spende. Tun den Daumen nach oben und sagen immer ein Bit übrig behalten, egal ob emuliert oder in Echtzeit, ist egal. Und bis zum nächsten Mal und tschüss.